Der Strukturwandel als logische und zwingende Folge des Klimawandels trifft uns als Zentrum der Braunkohleverstromung mit energieintensiven Unternehmen hart. Wir müssen dringend daran gehen, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu gilt es, das hier vorhandene Know-how und die Infrastruktur zu nutzen. So sollten wir uns zu einem Zentrum der regenerativen Energien und deren Speichermöglichkeiten entwickeln. Und als einer der ersten Schritte muss endlich das Pokerspiel von RWE und der schwarz-gelben Landesregierung um den Rückbau des Kraftwerkes Frimmersdorf hier hinter mir beendet werden.